Ich war es nicht gewesen, Weisch. Ich bin erzürnt und gebüttelt. Die Situation wird Klärung Bedarf haben. Hat jemand was zu rauchen oder ist das ein Nichtraucher? Kabuff, du regst mich gerade richtig auf, du kleinen Pisser. Hat jemand was zu rauchen oder ist da ein Nichtraucher? Kabuff, du regst mich gerade richtig auf, du kleinen Gartenhaube. Piep, 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 du klein Bitch. Ich bin Schinzersnitch, der Rechner der Bebeutelten. Hat jemand was zu rauchen oder ist das hier ein Nichtraucher? Kabuff. Also, können Sie mir mal in die Kamera zum Beispiel sagen, gucken einfach nur, wie als hätten Sie was vor. Soll ich es dir zeigen? Ja. Grandios. Das war grandios. Ja. Das war phänomenal. Und du möchtest gerne in meine Sendung kommen? Erzähl weiter. Ist das Ding? Wir werden uns drin wahrscheinlich. Verbindung ist gerade ganz schwer. Ich höre dich nicht so. Es tut mir wirklich leid. Aber willst du darüber sprechen? Also jetzt privat oder willst du in die Sendung kommen? Nein, sag mal so. Klar will ich dich auch privat treffen. Ja. Klar wäre es schön, wenn du auch mal Zeit hättest für mich. Ja. Wenn wir mal allein spazieren gehen können. Ja, gerne. Hand in Hand. Ein bisschen am Teich. Am Teich. Wie früher mit oder den Fischen. Oder am Deich. Oder am Dach. Entschuldigung, ich bin ein bisschen emotional. Ey, soll ich dir was sagen? Was denn? Das Telefon ist wie Dolby Surround. Ich habe das Gefühl, du bist in der Nähe. Hammer. Dreh dich doch mal um. Stehst du hin? Du bist hinter mir, gell? Ja. Wollen wir auflegen? Wäre super, sonst ist ein bisschen dumm. Ja, okay. Gut, mach ich. Neben. Ja. Dachdecker. Hör mir zu, Steven. Die am Eskalieren. Ich am Maße machen. 4 Zentimeter hier. 8 hier. Verstehst du, was ich meine, was mein Problem ist? Ja. Und dann sagen wir, dass ich derjenige bin. Oh Mann, ich bin. Kannst du vielleicht meinen Namen sagen? Antoine. Antoine, stimmt ja. Antoine, entschuldige. Antoine. Kein Problem. Das war's mit. Danke. Das war's mit Stevens Gossip Show. Gute Schenkel. Zum Schluss noch ein sehr wichtiger Hinweis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich, Steven Gätchen, der ein sehr, 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 sehr großen Fan ist von mir, also von Antoine. Ich habe jetzt eine ganz besondere Ehre, welche mir in den Teil wird. Nach dem Ende von mein, also von Antoine, seine Boygroup, habe ich mich also, er sich nicht auf einen faulen Haut ausgeruht, im Gegenteil. Er dreht eine Reality-Show mit kein geringeren als den besten Actors and Actresses. Also nicht auf mich. Du regst mich gerade richtig auf, du Kleinfischer. Super. Ich habe Schock gekriegt. Kann man überhaupt so ein Tenor sein? Muss man nicht? Also das ist natürlich eine Ganzkörpererfahrung. Whole Body Experience, sagt der Percy immer. Mhm. Und also man steht richtig fest auf dem Boden. Vorne rein. Ja, genau. Dann kommt die Hüfte so ein bisschen nach vorne, dass du man da viel Platz vor. Hat. Eigentlich man logisch. Atmet tief ein. Und dann schickt man die Luft am Kehlkopf vorbei nach ja. draußen. Wie viel verdienst du? Also wie viel ist dein Tageslohn? 1 Million Euro pro Tag. Da oben, ne? Jetzt einfach so geradeaus hoch. Da war immer diese ganze Trichteraktion, von der ich vorhin gesprochen habe. Nur so, dass ihr es wisst, das ist alles da gewesen. Du warst aber früher nicht so auf dem Stotzenhof, oder? Ich war eher da oben, in der Natur. Cool. Riesenapplaus für das Finale. Und jetzt eine Frage. Ich spiele 8 Figuren oder 9. Ist alles okay bei mir? Ich glaube schon. Ich denke, du verarbeitest damit auch was. Dass jede der Figuren hat was von dir. Ich sag dir was. Sag. Weil es nicht leid. Ich habe halt meine Berufung gefunden. Komm her, ich nehme es wieder hoch. Nein, 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 nein. Komm her. Nein. Kannst du was mit dem Thema anfangen? Total. Einmal.
Also erst seit kurzem, muss ich wirklich sagen, weil Heimat verbinde ich zum Beispiel gar nicht so mit einem Ort. Mhm. Sondern für mich ist es wirklich mehr in Verbindung mit Menschen und dem Environment, wo du dich halt gerade bewegst. Whatever you want to do, it's all right with me. Cause you make me feel so brand new. Bin ich immer früh aufgestanden auf den Stuhl. Let's stay together. Loving you whether times are good or bad. Happy or sad. Ja. Ich liebe dich. Baby, wir kennen uns jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Jahre. Immer wenn ich Probleme hatte oder immer wenn was schwierig war, warst du bei mir. Und du hast dich immer um mich gekümmert. Deine Familie hat mir wirklich das gezeigt, was Heimat bedeutet. Das Gefühl, was ich bekomme, jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehe und der Opa mich begrüßt, ist das schönste Gefühl, was ich kenne. Und dafür danke ich wirklich von Herzen. Wir kennen uns jetzt auch wirklich viele, viele Jahre. Und wo ich das erste Mal gesehen habe, war mir vom ersten Moment klar, dass diese Frau alles in meinem Leben ändern wird. Und deswegen frage ich dich, möchtest du meine Frau werden? Ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ja. Vielleicht schon mal im Kino gewesen oder Fernsehen geguckt oder gestreamt oder. Da haben Sie im Kino gearbeitet? Ja. An der Kasse? Nee. Da, wo Popcorn gemacht wird? Nee, das habe ich übersprungen. Das ist ja echt komisch hier. Kann man das auch auf Hochdeutsch sagen? Leider nein. Kann ich den kurz zeigen? Ich war's nicht gewesen, weißt? Ich war's nicht gewesen, weißt? Ich bin entzürnt. Ich bin was? Entzürnt. Entzürnt? Nein, entzürnt. Entzürnt? Sagen Sie doch entzürnt. Entzürnt. Ich bin entzürnt. Ich bin entzürnt und gebeutelt. Ich bin entzürnt und gebeutelt. Wo ist mein Beutel? Wo ist mein Beutel? Du weckst mich grad richtig auf, du klein Pisser, ey. Du weckst mich gerade richtig auf, du klein Pisser, du. Regen. Du aufregst mich gerade richtig, du kleiner Pischer, du. Du. War gut, klar. Okay. Spielt das eine Rolle für die Rolle? Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt. Wenn meine Vergangenheit aus dem Breakdance-Ebene war. Spiegel. Spiegel. Spiegel.
habe nicht gewusst, dass Sie auch Bodendrehungen beherrschen. Können Sie glücklich und aggressiv? So, jetzt muss ich dich aber auch mal fragen, wenn ich das jetzt so höre. Warum machst denn du das mit? Du könntest auch sagen, es gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen. Warum machst du das mit? Also wenn ich höre, er ist 3 Monate weg oder denkt jetzt nach, die Mittagspause mit dir zu verbringen. Was hält dich denn so? Ich denke an die guten Zeiten mit ihm. Ah, ihr hattet auch mal gute Zeit. Kann ich dich kurz was fragen? Na? Willst du uns auseinanderbringen? Sagen wir mal so, ich bin ja eine Beraterin. Ich muss halt gucken, dass von beiden Seiten, wo da die Anteile sind, dann muss ich auch verstehen, warum sie das mitmacht. Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht zu sehr an dir klammert. Wahnsinn, ja, das habe ich auch gerade gemerkt. So, jetzt nochmal anfangen, Kamera anmachen, dann tun wir so ganz kurz, wie als wäre alles schön und dann gucke ich, dass ich rauskomme aus dem Stich. Herzlich willkommen in Gartenshow. Horst und Antoine. Nee, Antoine, ich finde es super, dass du so einen Spaß an diesem Garten hast. Ich liebe das, ich erlebe. So toll. Ich erlebe. Du verliebst dich beim Sprinten in Choco Ronnie. Hey, sorry. Weißt du, wo es, wenn ich links fahre, wo es hingeht? Was? Wartest du hier? Hi, De Niro, freut mich. Schau mal auf deine Hand, schau mal nur auf deine Hand. Ich möchte nur, dass du auf deine Hand schaust. Dir langsam von 1 bis 3 über 3, schließt du deine Augen und singst tief in einen angenehmen Schlaf. 3, 2, 1. Tiefer und tiefer singst du in diesen angenehmen Zustand der absoluten Entspannung. Lass deine Hand ganz locker, lass sie ganz locker. Und die bleibt einfach hier stehen. Steif wird der Arm, richtig steif, als ob da eine dicke, dicke Stahlstange in deinem Arm ist. Sehr schön. Patrice? Was hast du mit dem gemacht? Ach ja, der war schon so da. Der saß die ganze Zeit so da. Wie Rocky. Kannst du ihn wieder wach machen, weil da ist jetzt Publikum draußen? Oder wolltest du, dass der jetzt... Ach so. Der muss ja jetzt einen Auftritt machen. Yeah. Patrice, ich zähle langsam von 1 bis 3 über 3, bist du wieder vollkommen im Hier und Jetzt. 1, 2, 3. Herzlich willkommen zurück. Du warst gerade weg? Hi. Hi. Geht's dir gut? Ja. Du weißt schon, dass die Leute da warten. Das sogar KI hat gesagt, hey, ich gebe auf. Ich krieg's nicht hin. Also sogar die Intelligenz hat gesagt, bis hierhin habe ich ja, wenn die Intelligenz von dir gesteuert war, dann... Entschuldige, aber echt, also das Texte, kann ja jetzt nicht. Die Texte sind ja so beschissen, die kann man ja gar nicht vernünftig reden. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch gegoogelt, dass, was ihr macht,